Okay, der ist hier drüber und wir haben Nummer 1 schon mal. Ah! Gemeinheit! Nehmen die mir einfach meine Sterne weg. Passt auf, dass ich euch nichts Böses tue dann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe es kommen, das ist gar nicht so schwer. Und wir haben den nächsten. Die Silberstern-Missionen sind ganz cool. Ich finde die... Hey, warum kann ich mir den Stern nicht holen? Ist ja fies. So, Silberstern kommt hier noch. Einer irgendwo. Möchte man meinen zumindest. Ich gucke mal. Drehen wir mal die Kamera. Ich sehe hier nichts von Silbersternen. Also gehe ich mal lieber erstmal in Sicherheit, so. Und versuche... Nochmal. Okay, ich kann hier anscheinend die Kamera nicht so bedienen, wie ich das möchte. Aber wo ist dann hier ein... Moment. Ach, natürlich. Stampfattacke hier. Nein, kein Silberstern? Oder muss ich das mit allen machen? Oh, vorsichtig hier. Nein, sieht nicht so aus, aber... Aber wo ist denn der... Wo ist denn dieser Stern, den ich suche? Der ist bestimmt weiter oben. Oder weiter unten. Wo ist das dann nur? Okay, suche ich erstmal nach den anderen und versuche auf einen höheren Platz zu kommen oder auf irgendwas mit mehr Aussicht, damit ich vielleicht den Stern noch sehen kann hier. Nein, ich sehe hier nichts. Das ist ein unlösbares Rätsel. Ich brauche eine Hinweismünze. Danke für den Tipp. Ich glaube, das ist es sogar. Okay, Goomba abmurksen, das klingt gut. Aber nicht den und nicht den daneben. Sondern den hier. Du bist weg! Dankeschön für den Hinweis. Da wäre ich ewig nicht drauf gekommen. Oh Gott. Dr. Lautrec und das geheimnisvolle Leighton-Abklatsch-Spiel. Oh weia. Und ist es, also ehrlich gesagt, hier hat sich jemand Dr. Lautrec oder wollte sehen, ob das schlecht wird. Das ist ja ein 3DS-Spiel, das so aufgemacht ist wie Professor Layton. Und jetzt wüsste ich es auch gerne. Ist das Spiel scheiße? Ja. Gute Frage. Werde ich auch was anderes Let's Playen, was nicht mit Nintendo zu tun hat? Nun. Ja, wenn es gute Spiele gibt, die nichts mit Nintendo zu tun haben, gerne. Aber da scheiden sich ja die Geister, was Geschmack angeht und sowas. Ich weiß nicht, irgendwie sind Nintendo-Spiele mir meistens die liebsten. Wenn es trotzdem irgendwas anderes gibt, außerdem, ja klar, habe ich auch andere Sachen vor. Wenn Virtual Reality rauskommt, will ich da eigentlich sehr aktiv dabei sein. Weil das ist sowas, das mich sehr interessiert und ich brauche einfach Spiele, die mich sehr interessieren, sonst hört das nach der Hälfte immer auf. Das ist auch bei Nintendo-Spielen. My 3D Sex Villa. Also hör mal. Nein, also an die Person mit Dr. Lautrec und den komischen Rittern, glaube ich, war das. Irgendwie so ähnlich hieß das Spiel. Das ist nicht nötig, dass du das jetzt testest. Weil ich auch der Meinung bin, es könnte eventuell schlecht sein und das sollst du für dich alleine ohne Zwang rausfinden und mir später Bescheid geben.
Upsa. So. Jetzt mache ich mal was anderes. Wenn ich den treffen würde. Komm, komm, komm. Oh Mann. Ah. Ich sehe es kommen. Ich sterbe an dem Stückchen. Nein. Mist, 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 Mist. Ich gehe dann mal. Tschüssi. Puh. Ich werde doch nicht in diesem Spiel einen Tod erleiden. Wo werde ich denn? So. Ups. Dead or Alive Extreme. Nein, naja, vielleicht. Nein, eigentlich eher nicht. Ich glaube nicht, dass ich Dead or Alive Extreme Let's Playen wollen würde. Auch wenn ich weiß, was das ist und es an sich ja wahrscheinlich kein schlechtes Spiel ist. Ah, na komm. Oh Mann. Ich fülle mich mal wieder auf. Dann kann ich den nächsten Stampfer versuchen. Hep. So, und nächste Münze. Hui. Nächster Goomba. Hep. Und... weg mit dir. Was passiert eigentlich, wenn ich einen Bob-Omb zu mir nehme und, Moment, wie macht man das denn jetzt nochmal? Ah, so, so, man schluckt ihn auf jeden Fall dann. So, jetzt will ich aber den hier mal haben. Na, 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 renn mir nicht weg, ich will dich stampfen. Ich will dich stampfen, du. Hey, ist unfair, das kann ich nicht. Au, komm, komm, komm. Ja! Okay, damit haben wir noch eine blaue Münze und ich will mal wissen, das haut bestimmt nicht hin. Nein, das haut nicht hin. Nein, das haut nicht hin. Mist. Ach, komm schon. Ja, komm. Das schaffe ich nicht. Ja, Mann. Wie lange brauche ich denn an dem? Oh, weia. Ach so, ich hatte noch einen... Ich hatte noch was zum Schießen. Aber ich kann den nicht... Ich kann den gar nicht zu einem Ei machen. Macht irgendwie auch Sinn. Da hätte man nämlich... Da würde man nämlich explosiven Durchfall von kriegen. Wow. Okay, den schmeißen wir auf den da und... Klappt nicht. Oh, gemein. Ich will doch bloß ein paar mehr Lebenspunkte. Da sind Münzen, Münzen, Münzen. Oh ja, genau. Dr. Lautrec und die verfressenen Ritter. So hieß das. Es ist ein japanisches Spiel und kein China-Abklatsch. Ja, das stimmt. So, jetzt aber... Geht doch, das wollte ich tun. Höp, höp, und höp, und höp. Und jetzt haben wir den Stern. So. Zack. So, wir sind bei 5 Sternen angekommen. Okay, fehlen ja nur noch 15, bis wir das Mindesttagesziel erreichen müssen. Erreicht haben. Ich. Irgendjemand. Und ich mach das alles erst... Was? König Bob Oms Rache. Mhm. Na gut. Dann lassen wir mal Rache an uns nehmen. Und zwar in Form von Mario, würde ich das sagen. So. Erstmal hier lang. Ups. Da haben wir schon mal ein Stück weit was zurückgelegt. Ich hätte das auch schneller schaffen können, aber ich wollte das mal so probieren. So. Gut, dann können wir ja auch mal den Teleporter benutzen. Wer ist Cookinseln Mama? Kenne ich nicht. Und ich sollte mich wahrscheinlich jetzt dafür schämen. Ach, Cooking Mama hat mir. Ja, das macht mehr Sinn.
Okay, ich wollte doch noch eigentlich die Mario-Mütze. Mal gucken, die ist bestimmt eins weiter unten. Also, einmal Leap of Faith. Und du bist mein. Rums. So, jetzt haben wir Mario und... Ja. Nein, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich dachte schon, Cookinseln Mama ist vielleicht sowas wie ein bekannter YouTuber oder sowas, den ich kennen müsste. Aber wenn es nur Cooking Mama ist, ja, das kenne ich. Och Mann, 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 Mann. So. Und jetzt hole ich mir König Bob Omb. So, und so macht man den in der N64-Version. Bla bla bla, Bowser besorgt. Und ich habe meinen Bart verändert. Ach nee. Und ich habe meinen Bart verändert. Mich hält niemand auf. Wenn du den Powerstern haben willst, musst du ihn mir schon mit Gewalt abnehmen. Aber dazu musst du erstmal an meinen Rücken herankommen und mir das Fliegen beibringen. Zisch ab, du! Das sind ja nette Worte, ey. Boah. So. Jetzt komme ich an deinen Rücken. Auf deinen Rücken. In deinen Rücken. Ich komme ihm in den Rücken. Oh, weia. Boom. Wusch. Wusch. Und Nummer 2. Der fliegt aber irgendwie weiter als im N64-Spiel, möchte ich meinen. So. Und hopp! Aua! Nee. Aua, das tut weh. Im Anschleichen bist du noch nicht so gut, aber du bist verdammt stark. Ich war schon lange auf der Suche nach einem Diener wie dir. Wie versprochen gehört der Stern dir. Leb wohl! Wenn das jetzt wirklich passiert, dass sich jemand in Cookinseln Mama umbenennt, nur weil ich hier einen Livestream mache. Dann... Das wäre ein Ding. So, es fehlt noch ein bisschen was. Wie wär's denn mit Cooking Mama? Nein, bloß nicht. Mario geht in die Luft. Klingt böse. König Bob Omb konnte gut reimen? Gar nicht gemerkt, dass er gereimt hat. So, Und, nee. Ich will da hoch. Ich will da hoch, sag ich. Lasst mich doch mal. Und, schwupp. Diesmal schaffe ich's. Ah, ich muss versuchen, mal da an den Baum ranzukommen. Ich glaube, ich werde drüber fliegen. Nee, ich bin genau dran. Schön. Na, Moment, die rote Münze hole ich mir schon mal. Schwupp. Und... rein da. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich bis zu dem letzten Stück kommen würde, wenn ich mich richtig schieße. Ich versuch's mal so. Ah, höher. Ah! Ich schaff das. Ich brauche dafür keine Flugmütze. Ich schaff das auch so. Und hopp.